Auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre wird die Übergewichtschirurgie heute zunehmend zur metabolischen Chirurgie. Das heißt, neben der krankhaften Adipositas werden auch die schweren Stoffwechselstörungen und hier an erster Stelle der Diabetes mellitus behandelt. Wir wissen, dass es in rund 85% der Fälle der mittels Magen-Bypass operierten Patienten nach der Operation zu einem Verschwinden der Zuckerkrankheit kommt. Ein chirurgischer Eingriff bei Adipositas ist meist der letzte Ausweg, wenn alle anderen Hilfsmaßnahmen nichts gefruchtet haben. Die Schweizerische Adipositas-Stiftung hat eine Broschüre herausgegeben, die über alle Operationen, die es gibt, informiert, die aufklärt und den Patienten Mut macht, sich selber zu orientieren und auch die wichtigen Fragen zu stellen, wie er damit dann umzugehen hat. Aufklärung ist das Entscheidende. Wir unterscheiden grundsätzlich restriktive Methoden. Sie beruhen auf einer Einschränkung der Nahrungsmenge oder malabsorptive Methoden, die über eine verminderte Absorption von Nahrungsbestandteilen im Magen-Darm-Trakt zur Gewichtsreduktion führen. An erster Stelle und zweifelsfrei als Goldstandard zu bezeichnen, der laparoskopische Magen-Bypass. Er verbindet sowohl eine restriktive mit einer malabsorptiven Komponente. Es besteht heute eine kontroverse Diskussion darüber, von welchem Alter an man operieren soll. Und es gibt eine Gruppe ernsthafter Leute, die sagen, man sollte schwer übergewichtige Jugendliche mit 12, 13 Jahren schon 150 Kilo wiegen, so früh wie möglich operieren, damit sie mit einem normaleren Körpergewicht in die Pubertät gehen können und damit ihr ganzer Sozialisierungsprozess, Beziehungen aufbauen, Partnersuche nicht beeinflusst und negativ beeinflusst wird durch das Übergewicht, das sie sonst in extremem Maße stigmatisiert. Bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Operation von der Krankenkasse bezahlt wird. Diese Voraussetzungen gelten neu seit dem 01.01.2011. Der wesentliche Punkt ist ein BMI von über 35 Kilogramm je Quadratmeter. Dazu muss nachgewiesen sein, dass der Betroffene versucht hat, über einen Zeitraum von 2 Jahren mit konservativen Behandlungsmethoden eine bleibende Gewichtsreduktion zu erreichen. Das ist zum Beispiel fatal, wenn Leute, denen eine Operation in der Schweiz nicht gewährt wurde, dann ins Ausland gehen und dort einen billigen, raschen Eingriff machen, für den dann später die Nachsorge nicht mehr garantiert ist. Die Nachsorge ist wesentlicher Bestandteil der Behandlung des krankhaften Übergewichts. Sie sollte nach einer Operation lebenslang fortgeführt werden. Man muss sich danach einrichten, man muss so essen, wie es die Operation noch erlaubt. Man muss radikal umstellen, was man sonst vielleicht aus freiem Willen nicht geschafft hat. Also von daher ist eine Operation eine enorme Herausforderung, aber heute die einzige Möglichkeit, nachhaltig Gewicht zu verlieren.